Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Daten von einem RAID-Gerät von der Link-Modell DNS343 wiederherstellen können. Sie erfahren, wie Sie einen RAID-Verbund erstellen, eine Netzwerkverbindung einrichten und einen neuen Netzwerkorden hinzufügen. Die Link ist heute weltweit für seine Router und Modems bekannt, stellt aber auch Speichergeräte für den Heim- und Bürogebrauch her, wie zum Beispiel Network Attendant Storage NAS. Diese Geräte sind größtenteils Standardgeräte und unterscheiden sich nicht wesentlich von Geräten anderer Hersteller. Wie bei allen NAS-Geräten besteht das Risiko eines Datenverlusts im Falle eines Beschädigungs oder eines Hardware-Fehlers. Unabhängig von Herstellern sind alle NAS-Geräte, genau wie Festplatten, die in normalen Computern und Laptops verwendet werden, anfällig für Schäden oder Ausfälle. Und leider passiert das früher oder später jedem, der täglich einen Computer benutzt. Wie bei anderen NAS-Geräten bietet den Link die Möglichkeit, mehrere Volumes zu verwenden, mehrere Laufwerke zu einem zusammenzufassenden Netzwerkzugriff auf den Speicher zu organisieren und gleichzeitig die zuverlässigen Guide der Datenspeicherung zu gewährleisten. NAS kombiniert Laufwerke in RAID Arrays, was zwar eine sichere Speicherlösung ist, aber keinen Datenverlust verhindert. Die Wiederherstellung von Daten von NAS mit Hilfe verschiedener Datenwiederherstellungssoftware ist nicht immer erfolgreich. Manche Software kann nur teilweise erfolgreich sein. Andere können sogar die auch den Datenträger verbliebenen Informationen beschädigen. Um dies zu vermeiden, müssen Sie die richtige Datenwiederherstellungssoftware wählen. Später im Video erkläre ich Ihnen, wie Sie ein bewährtes Programm zum Wiederherstellen von Daten von NAS-Geräten auswählen und verlorene Informationen wiederherstellen können. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbindung mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Dort müssen Sie verstehen, wie man ein RAID auf einem DLint-NAS-Gerät erstellt. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal starten, werden Sie vom System aufgefordert, das Gerät zu konfigurieren. Einer der Einrichtungsschritte besteht darin, ein Array von angeschlossenen Laufwerken zu erstellen. Um in diesem Einrichtungsschritt ein RAID-Array zu erstellen, wählen Sie den gewünschten Typ aus, in meinem Fall RAID 5 mit 3 Festplatten, und klicken Sie dann auf Weiter. Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie aufgefordert, die automatische Wiederherstellung zu aktivieren. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. Als nächstes müssen Sie das Dateisystem auswählen. Es gibt nur zwei Dateisysteme zur Auswahl, XT2 und 3. Wählen Sie das stabile XT3 und klicken Sie auf Weiter. Dadurch wird der Prozess der Initialisierung und Formatierung der Festplatten gestartet. Wenn Sie wichtige Daten auf diesem Laufwerk haben, sollten Sie eine Kopie davon erstellen, die Sie nach der Formatierung nur schwer wiederhergestellt werden können. Sobald Sie die Formatierung des Volumens abgeschlossen haben, werden Sie aufgefordert, das Gerät neu zu starten. Das RAID wurde nun erstellt. Um eine neue Konfiguration vorzunehmen, den RAID-Level zu ändern oder ein anderes Volumen einzustellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Konfiguration. Um den RAID-Level zu ändern, wählen Sie ihn aus der Liste aus und konfigurieren ihn gemäß den zuvor geschriebenen Anweisungen. Wenn Sie das Volumen ändern möchten, wählen Sie Erweiterte Einstellungen, dann RAID-Typ, Auto-Reboot aktivieren oder deaktivieren, Dateisystemen auswählen und im nächsten Schritt das gewünschte Volumen einstellen. Weiter. Warten Sie, bis der Installationsprozess abgeschlossen ist. Nach der Fertigstellung ist das Gerät einsatzbereit. Jetzt können Sie eine neue Netzwerkfreigabe erstellen und den Netzwerkzugriff einrichten. Um eine freigegebene Ressource zu erstellen, geben Sie auf die Registerkarte Advanced Netzwerkzugriff.
Wählen Sie die Art des Zugriffs auf den Ordner CVM oder NFS. Wählen Sie die Benutzer dieses Verzeichnisses aus. Sie können alle auswählen. Klicken Sie dann auf Browser. Navigieren Sie zu dem Pfad, in dem Sie einen neuen Ordner erstellen möchten. Klicken Sie auf dieses Symbol. Geben Sie einen Namen ein. Sie müssen nur noch Leser- und Schreibrechte hinzufügen und die Einstellungen speichern, dann ist der Ordner über das Netzwerk verfügbar. Stellen Sie eine HTTP-Verbindung her und schreiben Sie Daten. Es gibt viele Umstände, die zu einem Datenverlust führen können. Datenverluste können durch menschliches Verwalten, Formatierung und Überschreiben von Informationen, Überhitzung, Stromausfälle, Hardware- und Softwarefehler sowie mechanische Defekte versagt werden. Der Ausfall eines Laufwerks stellt eine übermäßige Belastung für die anderen Laufwerke dar und kann, wenn er nicht rechtzeitig ersetzt wird, zu Datenverlust führen. Wenn Sie keinen Zugriff auf die auf Ihrem Netzlaufwerk gespeicherte Daten haben, verwenden Sie die RAID-Wiederherstellungssoftware Hetman RAID Recovery. Die meisten NAS-Geräte formatieren Festplatten mit dem Linux-Dateisystem. Wenn Sie direkt an einen Windows-PC angeschlossen sind, können Sie ohne Anwendungen von Drittanbietern nicht gelesen werden. Da die RAID-Verwaltungssysteme von NAS-Geräten, Network Added Device, auf zwei Linux-RAID-Technologien basierten, MDAMD und LVM. Hetman RAID Recovery unterstützt beide Technologien und kann in den meisten Fällen solche RAID automatisch erstellen. Dies ist eine umfassende NAS-Datenwiederherstellungslösung, mit der Sie Ihre Dateien in einer Vielfalt von Fällen wiederherstellen können. Es unterstützt die meisten gängigen Dateisysteme und RAID-Typen. Entfernen Sie die Laufwerke aus Ihrem NAS und schließen Sie sie an Ihrem Windows-PC an. Sobald das Betriebssystem hochgefahren ist, kann der PC, an den Sie die Laufwerke anschließen, Sie auffordern, sie zu initialisieren oder zu formatieren. Tun Sie dies nicht, da es nie die Datenwiederherstellung erschwert. Das Dienstprogramm verfügt über einen automatischen verschlüsselten Scan-Mechanismus zur Erkennung und Wiederherstellung von NAS-Daten in verschiedenen Fällen von Datenverlust. Die Software liest automatisch die Informationen von den Laufwerken, auf denen das ausgefallene RAID besteht, und setzt es wieder zusammen. Das RAID wird im Datenträgermanager angezeigt und eine Zusammenfassung des RAID wird am unteren Rand des Softwarefensters angezeigt. Prüfen Sie, ob das Dienstprogramm es richtig erkannt hat. Um das RAID wiederherzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk RAID und dann auf Öffnen. Wählen Sie dann die RAID-Analyse aus und starten Sie den Scanvorgang. Wie Sie in meinem Fall sehen können, hat die Software die zerstörten RAID-Laufwerke problemlos wieder zusammengesetzt und alle darauf gespeicherten Dateien gefunden. Das Tool zeigt sogar die Dateien an, die zuvor gelöscht wurden. Sie sind hier mit einem roten Kreuz markiert. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für alles, was Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen und geben Sie dann den Ordner an, in dem die Daten gespeichert werden sollen. Wenn Sie fertig sind, befinden sich alle markierten Daten in dem angegebenen Verzeichnis. Im Falle eines RAID 5, wie ich es habe, können Sie Daten von einem nicht funktionierenden NAS auch ohne ein einziges Laufwerk wiederherstellen. Wenn auf der Hauptplatine des PCs, an den Sie die Laufwerke anschließen wollen, nie genügend SATA- oder Stromanschlüsse vorhanden sind, können Sie ein Laufwerk weniger anschließen. Wenn die Festplatte beschädigt ist oder Serverinformationen überschrieben wurden, ist die Software möglicherweise nicht in der Lage, ein RAID automatisch zu erstellen. Wenn Sie die Parameter des beschädigten RAID kennen, können Sie dies manuell mit dem RAID-Konstruktor tun. Öffnen Sie den RAID-Konstruktor, wählen Sie manuell erstellen und füllen Sie dann die RAID-Datenfelder aus. Typ, Blockreifenfolge, Größe. Fügen Sie die Platten hinzu, aus denen er besteht.
Verwenden Sie die Pfeile, um die Reihenfolge anzugeben. Füllen Sie die fehlenden Laufwerke mit leeren Laufwerken auf, indem Sie die Plus-Taste drücken. Sie können hier auch die Verschiebung angeben, an der der Anfang des Laufwerks liegt. In manchen Fällen ist die Software nicht in der Lage, dies automatisch zu ermitteln und Sie müssen es manuell angeben. Wenn die Parameter korrekt sind, befinden sich in der Regel mindestens eine Partition am unteren Ende des Reds. Erwarten Sie sie, um zu prüfen, ob die richtigen Ordner vorhanden sind. Wenn die erforderlichen Ordner angezeigt werden, wurde das RAID korrekt erstellt. Nachdem Sie alle bekannten Parameter angegeben haben, klicken Sie auf Hinzufügen und Sie gelangen zum Laufwerkmanager, wo der hinzugefügte RAID angezeigt wird. Um den RAID wiederherzustellen, müssen Sie ihn nur noch analysieren, Dateien finden, die zurückgegeben werden müssen, sie markieren und sie wiederherstellen, indem sie den Zielorden angegeben. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.